Hallo Freunde, wie auch in den anderen Videos in dieser Serie möchte ich euch heute einen musikalischen Begriff so kurz und so klar wie möglich erklären, und zwar den Begriff Ostinato. Ich möchte euch sagen, was es ist und warum es gerade für Schlagzeuger sehr, sehr relevant ist, sehr wichtig ist, das zu kennen. Der Begriff bezieht sich nicht nur aufs Schlagzeug, aber gerade am Drumset lässt er sich sehr klar und deutlich demonstrieren. Ein Ostinato ist eine sich ständig auf gleiche Weise wiederholende Figur in der Musik. Also ein Motiv, ein Thema, eine Melodie, ein Rhythmus, was immer wieder kommt. Quasi ein Loop. Ein typisches Gitarrenriff, was die ganze Zeit wiederholt wird, während die anderen Instrumente darüber andere Dinge spielen. Das ist ein Ostinato. Eigentlich relativ simpel. Warum ist das jetzt gerade am Schlagzeug so wichtig? Wir spielen als Schlagzeuger und Schlagzeugerinnen verschiedene Stimmen. Wir nennen es verschiedene Stimmen. Am Drumset zum Beispiel die Bassdrum-Stimme, die Hi-Hat-Stimme und so weiter. Das heißt, die verschiedenen Instrumente oder auch die verschiedenen Gliedmaßen betrachten wir wie unterschiedliche Musiker, die als Ensemble zusammenspielen. Und jetzt können wir verschiedene Aufgaben verteilen. Und eine Sache, die am Schlagzeug eben sehr oft vorkommt, ist, dass eine oder auch zwei Gliedmaßen ein Ostinato spielen, während andere Gliedmaßen darüber variieren, also unterschiedliche Rhythmen und Melodien sozusagen spielen. Sehr typisch ist, dass wir ein Fußostinato spielen, darüber Sachen spielen, aber ich werde euch gleich zeigen, warum das auch mit den Händen oft vorkommt. Und warum ist es so wichtig? Weil wir eben als Schlagzeuger unsere Unabhängigkeit trainieren wollen, trainieren sollten, und mit dem Prinzip Ostinato, eine Gliedmaße läuft durch, die andere verändert sich, können wir das super trainieren. Ein ganz einfaches Beispiel. Ich werde mal verschiedene Dinge mit den Händen spielen und dann nehme ich ein Ostinato auf der Bassdrum dazu. Das heißt, ich spiele einfach erstmal nur Viertelnoten mit dem rechten Fuß. Ihr werdet merken, dass es alles so ein bisschen zusammenbindet. Es gibt eine bessere rhythmische Orientierung. Hallo Freunde, kurze Zwischenmeldung. Ich musste nämlich leider gerade feststellen, dass meine Software den Sound nicht aufgenommen hat. Ich bin halt kein Experte, ich bin kein Soundingenieur, ich mache aber alles in diesen Videos selber, damit ich so kostengünstig wie möglich arbeiten kann und die Videos kostenfrei für euch auch auf YouTube bleiben. Ich mache also Bild, Sound, Nachbearbeitung, alles komplett selbst, und da passieren halt leider manchmal solche Fehler. Ich hoffe, dass der Kamerasound der GoPro für euch ausreicht, um die Beispiele deutlich zu verstehen. Vielen Dank für eure Nachsicht, weiter geht's. Ich kann natürlich auch komplexere Ostinati spielen. Ganz beliebt ist auch einfach nur rechter und linker Fuß abwechselnd. Aber wir machen mal Folgendes. Jetzt sind es nicht nur gleiche Notenwerte, sondern die Füße spielen sogar unterschiedliche Rhythmen. Und darüber kann man total cool ein Solo entwickeln. Es gibt also bereits eine Art Thema. Das ist ganz, ganz wichtig, vor allem wenn man ein Drum-Solo spielt, dass man ein Thema hat, nicht einfach nur Rhythmen hintereinander reiht, sondern einen bestimmten Ausgangspunkt hat, auf den sich alles andere, was man spielt, bezieht. Das könnte dann so klingen.
Aber wie am Anfang gesagt, spielen wir auch gerne mal mit den Händen ein Ostinato. Ein ganz typisches Beispiel ist eigentlich ein normaler Groove, wo ich eine Figur auf der Hi-Hat spiele und eine Figur auf der Snare. Meistens der Backbeat, also die Betonung auf 2 und 4. Und die Bassdrum spielt dazu verschiedene Rhythmen. Ganz einfaches Beispiel, das hier ist bereits ein Ostinato. Und dazu kann ich dann verschiedene Bassdrum-Patterns spielen. Zum Beispiel so. Natürlich kann ich dann auch verschiedene, schwierigere Ostinato mit den Händen spielen. Sehr beliebt ist zum Beispiel die Figur aus einer Achtel und zwei Sechzehntel. Also egal, was ich mit den anderen Gliedmaßen gespielt habe, wir haben immer eine gewisse Orientierung, irgendwas läuft immer durch. Hier in diesem Fall das Right Becken mit dieser Figur. Das ist ein Ostinato, super Herangehensweise, um am Schlagzeug seine Unabhängigkeit der Gliedmaßen zu verbessern, sich auch dem Thema Polyrhythmen zu nähern und einfach ein wichtiges Prinzip als Musiker zu kennen. Ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen und ich hoffe, ich sehe euch auch im nächsten. Bis dahin, macht's gut, ciao!